Wer irrt da holpernd und stolpernd durch die Nacht? Sag, was du willst, oder du bekommst eine Kugel verpasst. Immer mit der Ruhe, Gentlemen. Ich will keinem was Böses. Ich bin einfach ein ermatteter Reisender wie Sie. Oh. Zwei Bier für zwei ermattete Reisende. Ist noch ein bisschen früh. Wir öffnen erst so in einer Stunde. Aber dann bekommt man auch was zum Frühstück. Wow, 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 wow! Was denkst du dir denn dabei, Mann? Schaff den Nigger hier raus! Okay, Freunde. Spaß ist vorbei. Kommt mit raus. Alles gut, Leute. Nichts passiert. Alles geht seinen gewohnten Gang. Die Spaßvögel sind bald wieder weg. Also, wieso denkt ihr, ihr dürft in meine Stadt kommen und Ärger machen? Ihr erschreckt ja all diese netten Menschen. Habt ihr denn wirklich nichts Besseres zu tun, als in Bilschabs Stadt zu kommen und eure Ärsche hier hinzupflanzen? Was machen Sie denn mit unserem Sheriff? Django, Django, Django. Du bist renitent, Django. Der Boy ist renitent. Nigger, die renitent sind, brauche ich nicht. Jetzt brenn ihm das R für Runaway ins Gesicht. Seine kleinen Stute auch. Schaff die beiden rüber zur Greenville-Auktion. Lass sie verkaufen. Beide. Aber getrennt. Und ihn hier. Ihn werdet ihr verramschen. Es gibt ein Gesetz, das es Niggern in dieser Gegend verbietet, auf Pferden zu reiten. Das ist mein Diener und mein Diener geht nicht zu Fuß. Ich sagte, Nigger auf Pferden. Sein Name ist Django. Er ist ein freier Mann und reitet, worauf es ihm gefällt. Aber nicht auf meinem Besitz. Nicht, wo meine Nigger sind, nein. Mein Teuerster, wir haben uns vielleicht etwas vergaloppiert. Und wenn Sie erlauben, glätte ich die Wogen. Mein Name ist Dr. King Schulz. Das ist mein Diener Django. Das sind unsere Pferde Tony und Fritz. Mr. Bennett, ich habe Grund zu der Annahme, dass Sie ein Gentleman sind und ein Geschäftsmann. Und es ist diesen Attributen geschuldet, dass wir von Texas nach Tennessee geritten sind, um jetzt mit Ihnen zu parlieren. Ich plane den Erwerb eines Ihrer Niggermädel. Sie und Ihr Jimmy reiten von Texas nach Tennessee, um eins meiner Niggermädel zu kaufen? Ohne Voranmeldung, ohne alles. Ja, ich fürchte, so ist es. Und was, wenn ich sage, dass ich Sie nicht leiden kann? Oder Ihren parfümierten Nicker und dass ich Ihnen nicht mal einen rostigen Nagel verkaufe? Na, was würden Sie da wohl sagen? Mr. Bennett, wenn Sie der Geschäftsmann sind, von dem es heißt, dass Sie es sind, so habe ich 5000 Gründe ins Feld zu führen, die Ihre Meinung ändern könnten. Na, immer hereinspaziert und erholen Sie sich bei einem kühlen Getränk. Ist das bestimmt? Ja. Definitiv? Ich weiß nicht. Du weißt es nicht definitiv? Ich weiß nicht, was definitiv ist. So viel wie sicher. Ja. Ja, war's. Ja, ich bin sicher, dass es alles wird. Ist. Definitiv. So reitet man! Tequila. Wie
Wie heißt denn du? Django. Buchstabier das mal. D-J-A-N-G-O. Das D ist stumm. Ich weiß. Umberto Andiamo. Mr. Mogi, kümmern Sie sich um meinen neuen Nigger hier. Geben Sie ihm ein Zimmer mit einem weichen Bett und besorgen Sie ihm eine Stute, die die Stange poliert. Du bist aber bereit für die Fahrt nach Candyland gleich morgen früh, hast du gehört? Ja, Sir, Monsieur Candy. Ah, bevor du gehst, Roscoe, gib Fred hier ein großes Bier. Und genieß es, Boy. Hast es verdient. Ja, Sir. Django! Darin unterscheide ich mich von den meisten meiner Phrenologie-Kollegen. Ich glaube, es gibt eine Stufe überverständig, übergelehrig, überloyal, die ein Nigger erreichen kann. Ein Nigger, der herausragt, aus 10.000, der außergewöhnliche Nigger. Selbst die Sonne lacht, wenn du kommst, hä? Die geht auch runter. Noch scheint sie für uns alle. Nehmen Sie Platz, Doktor. Danke. Welche Ehre. Die Ehre ist ganz unsererseits. Danke. Aber ich glaube, dass im Laufe der Zeit Ausnahmenigger wie Ihr helles Köpfchen hier, wenn auch nicht oft oder häufiger vorkommen werden. Weit häufiger. Habe ich recht? Du bist der eine aus 10.000. Und merk dir, immer schön mithalten, nicht aufhalten, Nigger. Hast du irgendwas an den Augen, du Schluck Scheiße? Nein, Sir. Willst du einen Stiefel reinkriegen? Nein, Sir. Dann komm nie wieder auf die Idee und glotz blöd rüber zu mir. Mir noch einmal so einen Blick zu und ich gebe dir einen Grund, mich zu hassen. Jetzt spring, Nigger! Ihr scheiß Nigger solltet besser eins kapieren. Ich bin schlimmer als jeder von den Weißen hier. Ihr bewegt es eure Arsch und keiner von euch Affen glotzt mich nochmal blöd an. Ein kleiner Hitzkopf, den Sie da haben, oder?